Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf Gameplay Gamers und auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um die Anime-Serie Technolies. War gar nicht auf meinem Schirm, dass davon dieses Jahr eine Veröffentlichung geplant war, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, denn die Serie klang doch im Vorfeld sehr, sehr interessant. Und hier seht ihr dann auch direkt die Blu-ray-Fassung. Und das Interessante an diesem Cover ist, hier steht nirgendwo drauf, von welchem Publisher diese Serie jetzt eigentlich kommt. Das ist Nippon Art. Und auch die Angabe, dass es eine Blu-ray ist, steht nicht drauf. Also man hat sich hier wirklich auf dieses wunderschöne Artwork von der Figur ran mit ihrer Fuchsmaske konzentriert. Und ich finde, das Artwork an sich hat mich schon sehr, sehr angesprochen, dass ich mir diese Anime-Serie angucke. Gut, hier unten haben wir jedenfalls den Schriftzug mit Technolize und darunter auch nochmal in einer Umschrift. Ich glaube, ich bin nicht sicher, kommt es vielleicht aus dem polnischen oder irgendwie aus dem osteuropäischen Bereich. Ich weiß es leider nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, so sieht die Box dann von der Seite aus. Das ist eigentlich dann schon der ganz normale Standard, was wir eben so von Nippon Art kennen. Hier oben nochmal das Toklik Sushi Logo, dann das Nippon Art Logo, hier eben nochmal das Artwork, der Schriftzug und die Angabe, dass drei Blu-ray Discs in dieser Variante enthalten sind. Gut, ja, so sieht die Box auf der Rückseite aus. Ich denke mal, das kann man in der Kamera schlecht bis gar nicht lesen, weil einfach weiße Schrift auf schwarzem Untergrund. Und die Lichtverhältnisse sind heute an diesem trüben Tag auch nicht so besonders, aber so sieht es dann eben mal aus. Also ich kann es euch gerne nochmal hier hinhalten, vielleicht kann man es lesen, vielleicht nicht, ich gehe aber nicht davon aus. Ja, kommen wir zu den technischen Spezifikationen. Wie gesagt, es sind drei Blu-ray-Discs enthalten. Der Sound ist DTS:HD 5.1 im Deutschen, im Japanischen haben wir einen PCM-Stereo-Sound, der meiner Meinung nach viel, viel besser klingt, auch einfach von der Klangqualität. Die deutsche Variante ist relativ dumpf. Ja, Format 16:9. Dazu sollte man aber sagen, dass eigentlich sehr viele Bilder sehr unscharf dargestellt werden, was mir halt nicht so persönlich gefällt. Im Grunde genau das, was ihr gerade auch beim Video habt. Ja, dann Laufzeit ca. 530 Minuten bei 22 Episoden. Das sind ungefähr 23 Minuten pro Episode. Also 22 mal 23, könnt ihr euch ja ausrechnen. Und als Bonus gibt es einen Poster und einen Sticker, also das typische Nippon Art Gesamtpaket. Ja, hier auf der Rückseite haben wir dann noch ein Artwork von dem Charakter Ichise, der hier eine ja doch wichtige Rolle trägt. Und hier unten kann man erkennen, dass ich es eben von Nippon Art bekommen habe als ein Muster. Ja, so sieht die Box dann hier aus, wenn man eben es aus dem Schuber holt. Man muss sagen, das fühlt sich halt sehr, wenn jetzt die, ja, wenn der Schuber jetzt hier nicht in der Hülle drin ist, dann doch sehr wabbelig an, gefällt mir nicht so gut, aber ich meine, wann ist das denn bitte der Fall? Und hier haben wir dann noch einmal das Cover, wie man es auch eigentlich schon auf dem richtigen Cover hat. Also nochmal das ganze Artwork, allerdings hier mit einem FSK-Flatschen drauf, der festgedruckt ist, den kann man eben hier nicht abnehmen. Ist ein bisschen schade, aber ist nun mal so. Ja, und dann haben wir hier auch nochmal halt einmal ran, einmal Ichise als Artwork und dann hier, dann müssten das auch beides nochmal hier Artworks von ran sein. Die Bilder, die wirken jetzt zumindest bei den Charakteren sehr hell, aber man kann sagen, dass die Serie dann doch sehr dunkel gestaltet ist, mit sehr vielen tristen und trüben und wie gesagt dunklen, düsteren Farben und das passt im Grunde auch zu diesem, zu dieser ganzen Handlung, weil die auch sehr, sehr düster gestaltet ist. Ja, hier auf der ersten Disc haben wir dann nochmal ran als Artwork, auf der zweiten Disc den Charakter Ichise und hier zu guter Letzt dann noch einmal ran auf der dritten Disc. Ja, im Bonusmaterial, was leider nur in physischer Form vorliegt, gibt es einmal hier ein Sticker, das ist so eine Dreiteilung, kennt man ja von Nippon Art schon, ist eine nette Sache, aber ich frage mich immer, wer braucht irgendwie so einen Sticker, wo sollte man den hinkleben? Gut, und dann haben wir hier noch einmal ein Poster, Technolize, einfach nochmal ein ja, Artwork von Ichise. Ich muss sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr gehofft für das Bonusmaterial, gerne ein Booklet mit Episodenguide oder Hintergründen, denn die Serie ist doch sehr, sehr, sehr philosophisch gestaltet. Besonders wenn es aufs große Finale zugeht, werden immer mehr Fragen aufgeworfen. Die Handlungsbögen der Charaktere laufen zusammen
Und da hätte man durchaus den Anime sehr gut begleiten können. So ist die Serie immer noch sehr gut. Sie ist natürlich meiner Meinung nach von der Story jetzt nicht so gut, aber sie ist auf jeden Fall künstlerisch wertvoll. Da auch mit sehr vielen, ja, starren Kameraperspektiven oder langsamen Kamerafahrten gearbeitet wird. Der Einsatz von Musik ist minimalistisch und viel eher lassen Soundeffekte die Charaktere, beziehungsweise deren Emotionen, Gefühle füreinander sprechen. Das finde ich dann doch sehr interessant gestaltet und wer künstlerisch wertvolle Anime-Serien mag, wird mit Technolize sehr zufrieden sein. Alle anderen sollten sich vielleicht nach anderen Erwachsenen-Alternativen umsehen. Aber trotzdem auf jeden Fall mal einen Blick wert. Gut, in dem Sinne habt ihr jetzt mein Unboxing-Video gesehen mit einer kleinen Rezension sozusagen hier verpackt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Falls nicht, dann dürft ihr mir natürlich auch ein Däumchen nach unten da lassen. Aber dann würde ich mich in den Kommentaren freuen, dass ihr schreibt, was euch nicht so gut gefallen hat, damit ich dann natürlich das bei den nächsten Videos besser machen kann. Ansonsten abonniert mich natürlich, damit ihr auch dann weitere Anime-Unboxing-Videos sehen werdet. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!